Ja, okay. Okay. Ja, seltsam. Wir hatten gerade den Ton gehabt, aber okay. Ja, fangen wir doch an. Herzlich willkommen zu Parasiten TV. Mein Name ist Adrian Kasnitz. Ich sitze in Köln im Streaming-Sessel und habe jede Woche Gäste. Heute sind wir wieder live mit Berlin verbunden. Ihr seht groß im Bild Matti Schemiolew in seinem Berliner Arbeitszimmer. Hallo Matti, Hallo. wie geht es dir? Ja, gut, danke, Sie haben mich hier. Ja, dein Arbeitszimmer, in welchem Stadtteil bist du in Berlin? Ich wohne in Neukölln. Neukölln. Und du warst aber letztes Wochenende draußen aus der Stadt, um. Ja, ich war in Brandenburg. In einem kleinen Dorf heißt Hondorf. Okay. Hat es einen See oder? nein, leider nicht, weil. Aber das schönes Wald, ich habe gerannt in den Wald, da ist ein schönes Dorf, wirklich. Der Wied ist schöner da in den Feldern. Ich mag Mecklenburg, aber Brandenburg. Man muss auch verstehen, was ist die Geheimnisse da verstecken zwischen. Ja, ich glaube, ich meine, von uns aus Köln ist das immer alles weit, aber ich war da auch schon einige Male unterwegs in Brandenburg, an der Havel und diesen Sommer wollen wir vielleicht auch nach Mecklenburg an einen See fahren und weiter erkunden. Dieses Jahr ist ja Urlaub in Deutschland oder in den nahen Gegenden angesagt. Und ja, um dich vorzustellen, Matti, du bist israelischer Schriftsteller, bist in Haifa geboren, lebst seit 2013 in Berlin, Ja. schreibst auf Hebräisch. Es gibt aber ein paar Sachen, die auf Deutsch übersetzt worden sind. Wir haben ja neulich diese Anthologie herausgegeben, was es bedeuten soll. Neue hebräische Dichtung in Deutschland und da hat dich Gundula Schiffer übersetzt. Es gibt aber auch noch einen zweiten Band, Bagdad, Haifa, Berlin, der Gedichte von dir auf Hebräisch und Deutsch in der Übersetzung von Jan Kühne vorliegt und Bagdad, Haifa, Berlin sind natürlich so drei Orte in deinem Leben, die wichtig sind für dich. Was? Ja, meine Mutter war geboren in Bagdad. Meine ganze Familie von meiner Mutter Familie, die sind jüdische aus Bagdad. Dass Leute vorstellen, Ruin Temple vor Jesus so kommt so in der so das ist eine wirkliche alte Gemeinde, jüdische Gemeinde. Und ja, ich war geboren in Israel, Haifa, aber ich bin nicht so viele Israeli jetzt, weil ich die letzten 6 Jahre ich wohne in Berlin und ich hatte geheiratet und ich habe ein kleines Kind, eine kleine Tochter. Und so für mich, ich bin zwischen diese drei Orte. Bagdad, das ist meine Identität, meine Wurzeln und Haifa, das ist meine israelische Identität und Berlin ist mein neues Frau. Ja, was man halt immer vielleicht auch aus der deutschen Perspektive ein bisschen vergisst, dass halt Israel natürlich ein Land ist, wo ganz viele Einwanderer, ganz viele Kulturen zusammenkommen und die arabische Kultur, also die jüdisch-arabische Kultur, die Mizrahi, die aus dem Osten kommen. Ist natürlich auch eine bedeutende und ich glaube, heute auch in unserer Anthologie sind einige, die
diese Identität mitbringen und dann vielleicht aber auch in Deutschland so es noch mal schwieriger haben, wenn sie teilweise auch für Araber gehalten werden oder aber du löst das ja auch ganz sympathisch und bist ja auch einer, der das auch gerne verbinden möchte, das Jüdische und Arabische. Ja, das ist für mich ist das ist natürlich, das ist das ist ein Teil von der Gesellschaft, dass Leute, es gibt die europäische jüdische Leute und es gibt arabische jüdische Gemeinde und so. In Israel, der europäische Juden war der Elite und sie hat geluscht unserer Identität, weil wir hat gelernt nur über Europa. Und dann, wenn ich habe abgewacht, das für mich Wichtige zu schreiben über die Wurzeln und benutzen dieser Geschichte in meine Literatur. Ja, dann würde ich sagen, lies doch mal was vor und später nach der Lesung haben wir auch noch mal ein bisschen Zeit, zu Ich sprechen. erstmal ich lese von unserer Anthologie meine erste Gedichte wird ein deutscher Exzellent in Seite 122. So, vielleicht du kannst das Gedicht in der Kamera mein Deutsch. Okay, so Leute, ich weiß nicht wie oder wo oder wer ist da, aber mein Deutsch ist ein bisschen gebrochen, du weißt, aber so das ist schwierig für mich, aber ich probiere, okay? Okay. Ein deutscher Exilant. Ich erzähle dich nicht, dass das Haus eine Erfindung ist für die Kinder. Je näher wir es kennenlernen wollten, umso mehr verspottete es uns mit seiner Fremde. Und dennoch, wir verschauen dorthin zurückzukehren, werden ihm gesucht von Erinnerungen, von Fantasien und Büchern, von Worten, die man uns in den Kindergarten, den Schulen und Universitäten lehrte. Bedeutung leere Klänge wie Irums liegende Bretter neben dem Liegerfeuer. Ich halte sich dir hin, in der Hoffnung, es gelingt dir, ein Haus daraus zu bauen. Ja, das ist ein neues Gedicht, das ich habe geschrieben, weil ich bin ein Frischvater. Das Frage, was wir bringen oder was wir ja vor der Kinder, was ist denn neu, was ist unsere neue Kultur, ist eine Frage. Was ist Haus? So, ich hab mein Haus in Israel und hier und in meine Identität. So, für mich, ich habe Angst, dass wir, ich weiß nicht, okay, das ist die Frage, der Antwort ist das Gedicht. Okay, so, und jetzt Krise, das ist vor 121.
seit dem Zusammenbruch der Nationalstaaten wogen wir die Sprachen vor lauter Angst mit unseren glatten, brutalen Händen wie Fische dem Meer entrissen. Und wo gehörst du hin, wenn du Hebräisch sprichst? Was wolltest du sagen und wem? Erinnerst du dich, wie nach der Sintflut die Tiere wieder zu sprechen anfingen? Erinnerst du dich, was sie zueinander sagten? Es ist verboten, aus dem Turm zu Babel zu klettern. Es ist verboten, nur eine einzige Sprache zu sprechen. Jedes einzelne von uns ist eine eigene Sprache, von der Sonne durch die Hülle ihres Jüteres gerollt. Ich hatte gelernt Talmud, so meine, ich hatte so viele theologische Ideen in meiner Dichtung. Auch die Frage, die ich frage über Berlin und meine Identität, aber ja. Und vielleicht der letzte Mal von dieser Anthologie, Athener Abkommen 120. Das ist ein politisches Gedicht. Okay. Athener Abkommen. Athener Abkommen. Wie vokalisiert man das Pfeifen der Bombe? Ihren Fall, wie setzt man die Grenze zwischen eigenem und fremdem Herzen? Wie übertragt man die Angst der Poesie, den Schmerz der Metaphorik? Wie erklärt man, dass die Schar der Dichter von Wege abgekommen ist? Wo versteckt sich der fehlende Buchstabe vor den Gesichtereten? Vielleicht drehen wir den Teppich am besten auf links und auf einmal ist die Stille hier unsagbar groß zu sich. 2. Wir haben unserer Kinder das Wort Schrecken vermacht, auf dass sie ihrer Kinder das Wort Sicherheit lernen. 3. In unseren Wortbüchern fällt das Wort Kompromiss mit Jahrtausende alten Buchstaben unterschreibe ich das Athener Abkommen mit all den Worten, die einst die Heimat des Geschichtes liebten, aus der Mann sie herausgerissen, beende ich die Jahre der Vergessenheit. 5. Wir werden unseren Erdboden nicht mehr saubern. Wir werden lernen zu reden, zu tanzen, zu lesen. Tochter und Sohn der Sonnenstellen zu heiraten und unsere Toten zu beklagen. Auf einmal gemeinsamen Erdboden, zwei Völker, ein Baldchen, derselbe Himmel.
Ja, danke. Aber wann hast du Deutsch gelernt eigentlich? Ja, ich hatte gelernt, dass vor ich hatte gekommen nach Deutschland, vor ich hatte nach Deutschland gekommen, ich habe gelernt ein bisschen in der Goethe-Institut in Tel Aviv und dann hier. Aber in den letzten Jahren, ich schreibe mehr in Englisch und in Hebräisch und ich habe keine Zeit zur Volksschule und aber ich sehe Tatort jeden Woche. Das ist meine Deutsche. Aber da musst du auf die immer aufpassen, welche Kommissare sind, weil manchmal schwäbeln sie oder manchmal. Ja, ich habe meinen lieblichen Kommissar da, aber meine Frau ist deutsch und natürlich, ich bin viele Zeit, ich habe viele Erfahrungen mit ihrer Familie. So, ihre Familie kommt aus Berlin und so, wir machen unseren Urlaub zusammen und Feiertag und so. Ja, so, ich höre viele Deutsch. Ich bin alt, so ich vergesse manchmal diese die und das und Ja. der Regen. Ja, und ba Berlin ist ja auch ein Ort, wo man gut ohne Deutsch zurechtkommen kann. Ja, ich habe ein paar Freunde von mir, dass sie kennengelernt Deutsch nicht so gut. Ich denke, ich bin inzwischen, weil ja, ich wohne in der deutschen Welt, nicht in der. Ich denke, zum Beispiel, wenn meine Frau israelische wurde, das ist so. So, das ist anderes Leben, wenn du zwei Israelischen in einem Haus wohnen. Aber wenn meine Frau ist deutsch, so, sie höre viele Deutsch jeden Tag. Ja, es kommt ja auch zu einem Punkt, der dich ja auch beschäftigt, die Frage, wem gehört die deutsche Kultur? Ja. Wer muss man sein, um ja, um Besitz ergreifen zu können oder sie besitzen zu können? Du beantwortest es ja ganz eher ganz offen. Jeder kann das sein, oder? Ja, das ist subjektiv, meine Antwort. Aber ich verstehe die Realität, wenn Leute, es gibt ein großes Teil in der deutschen Gesellschaft, dass sie denken, dass deutsche Sprache ist die einzige the only part. Das ist, was Leute, wenn man spricht nicht so gut Deutsch, so er ist nicht Deutscher. Aber ich denke, deutsche Kultur ist großer, weil wir haben, ich denke, zum Beispiel viele Worte von der deutschen Kultur, wenn ich schreibe Hebräisch, ich höre das Wort und so, ich benutze viele in meinem neuen Roman, es gibt viele Deutsch. Worte, so das ist ein neues Genre, ich denke, diese diasporische Leben in Literatur. Ja, und Kultur ist ja auch noch viel mehr als nur Sprache und Literatur, ne? Ich meine, Musik und Bilder, die können Ja. ja von allen sowieso Ja. erfahren werden und Ich suche vor der Lösung, dass Nationalität ist nicht der einzige Mechanismus, das wir benutzen, zu classify, zu suchen, vor was der Unterschied, was ist nicht, was wir nicht teilen zusammen. Und für mich, das ist ein Fehler. So, wir müssen öffnen diese Fragen und sehen, dass heute in der globalen Welt, auch in unserer Gespräch jetzt, das die Grenze macht keine, keine, der de, 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 de
The border makes no difference here. So, yeah. Aber der Full Article wird veröffentlicht. Was du hast gelesen, das ist ein Teil von der großen Artikel. Man kann finden, was wir sprechen über in der jüdischen Salon am Grindel in Hamburg. Sie haben eine Facebook-Page und man kann lesen dieser Artikel. Wem gehört die deutsche Kultur? So, du hast noch mehr Texte Ja, mitgebracht. so vielleicht vielleicht wir vom Yalta Magazin, das ist wirklich neu, frisch von Buchstaben. Und so mein erstes Gedichte. Ich habe geschrieben in Hebräisch. Aber meisten von den Worten, sie sind deutsch. So, das ist ein Experiment zu suchen, was ist die Grenze, dass man benutzen in der hebräischen Literatur. Weil meisten von den israelischen Leuten, sie verstehen nicht, aber das ist Hebräisch. So. Okay, ich bin Judendichter. Ich schreibe Hebräisch. Ich kotev Ivrit. Du fragst, warum schreibe ich Hebräisch in Berlin? Voilà, lo yoder. Ich kann nicht schreiben gut Englisch oder natürlich kein gut Deutschen. Vani gerbecha. Und was du denke, wo ist dein Herz mit meinen Worten? Wefa Ich bin ein Lachmann. Ich bin schlecht Juden. Immigrant von Irak. Ich bin Juden und ich bin Arabisch. Und warum kein viele Hebräisch in der Stadt, aber so viele andere Immigranten? Ich weiß, ich weiß. Und jetzt, jeden Tag, ich frage das immer Fragen. Und du sagst, bitte, wir können tanzen und nicht vergessen. Aber kasher kod, sheyesh betocha beten sefer Torah boer, velo ukali. Ja, so auch die Deutschen, sie verstehen nicht alle. Nein, Habt ihr aber Arabisch, Englisch und Hebräisch? Das ist mein erstes Experiment zu schreiben in Deutsch, in Broken German, weil ich habe gehört, mein Freund Tomer Gadi, er hat geschrieben, dieser Buch Broken German und dann ich habe gefragt selbst zu mich, warum ich schreibe nicht wo in der Sprache, das ist Zwischensprache und so, das ist meine erste und viele Akademikleute, sie haben geschrieben Artikel. Ja, das war schon gut. Thomas Gadi war ja beim Bachmann-Wettbewerb und da ist das natürlich ganz gut auch angekommen und hat ja auch eine Diskussion ausgelöst. Wie kann man schreiben? Was ist möglich? Und ich denke, die Erfahrung machen ja viele, die in Deutschland leben und sagen, ich will mich mit, also jetzt auch jenseits davon, ob man Schriftsteller ist oder nicht, aber einfach, auch wenn es fehlerhaft ist, zu schreiben und sich mitteilen zu können, das ist ja wichtig. Und wenn da so sonst die Ebene ist, du musst perfekt sein, um das machen zu dürfen, schließt es natürlich Leute aus. Und Hast du deshalb. gelesen, Thomas Buch? Nein, habe ich nicht. Ich habe halt damals in die Lesung etwas reingeschaut und Ach so. Okay, wenn wir treffen, ich bringe das. ich habe gehört, Thomas, in einer Lesung, und ich habe gehört auch in dem Publikum, es gibt war zwei alte Mann
und ein Mann und Frau. Und sie hat gefragt, wer war der Richter? Warum sie hat das? Why did they give it legitimacy? So. Ja. Nein, das war für mich, wow. Ich hatte gedacht, Tomer ist. Und vorher, ich habe nach Deutschland geflogen. Tomer und mich, wir waren zusammen in dem Meer in Jaffa bei Tel Aviv. Und er hat gesagt, ich schreibe ein Buch in Broken German. Ich habe gesagt, was ist das? Und ja, jetzt ich verstehe. Ja, so, das ist auch vielleicht ich lese auch eine. Okay, das ist das Arbeit. Das ist ein 52 in dem Yalta Ja, Magazin. ich teile die Gedichte gleich nochmal, dann kann man sie nachlesen, aber ich kann das jetzt gerade nicht tun, weil sonst wird das hier das Bild wackelig. Ich lasse das. Vielleicht. Ah, okay. So, der letzte Gedicht war in Hebräisch, aber du sagst, wenn du willst, die 12 Sprachen. So. Ja, am besten, also ich finde es gut, wenn es beide Sprachen Okay. So, wären. okay, erstmal Hebräisch und dann Ja. Deutsch. Avoda. ועד היום, 15 שנים מאז שהוא נפטר, לא מצאתי. אבל כששמעתי את האבא של הצייר אומר, תמצא עבודה ותסתדר, לא יכולתי שלא להתבגר, ונאלצתי להסכים. אבי הביט בנו, שמע איך הבן שלו סוף סוף אומר את הדבר הנכון. אם צריך לשקר, תשקר, אל תעשה בושות. אבל אין מקומות עבודה למשוררים, אין מקום בספריות לשירים, אין כסף לכל האותיות. ועכשיו העברית נושמת שפות זרות, והן מתחלקות בתוכה, סקרניות כלפיה, מתפייסות אליה, מתחרות בה ומפסידות. Arbeit aus dem Hebräischen von Jan Kunz. Und bis auf den heutigen Tag, 15 Jahre nachdem er starb, fand ich keine. Doch als ich den Vater des Malers sagen hörte, such dich Arbeit, dann wird sich alles finden. Bleibt mir nicht übrig, als erwachsen zu werden, da konnte ich nur zustimmen. Mein Vater sah uns zu, hörte, wie sein Sohn endlich einmal was Richtiges sagt. Musst du lügen, dann lüge. Mach uns keine Schande. Aber für Dichter gibt es keine Arbeitsplätze. In den Bibliotheken ist kein Platz für Gedichte. Das Geld reicht nicht für all die Buchstaben. Und jetzt atmet das Hebräische fremde Sprachen ein. Die teilen sich in ihr auf. Neugierig auf sie, sich mit ihr versöhnend im Wettstreit mit ihr den kürzeren ziehend. Ja. Das war ein Gedicht über. Ich hatte einen Freund, er ist ein Maler, Painter. Und seinem Vater hat gefragt von mich, dass ich spreche mit seinem Sohn über Zukunft und Arbeit. Und dann ich erinnern, was mit meinem Vater ich habe gemacht, dass mein Vater immer hat gesagt, Matti, du musst finden einen guten Arbeitsplatz und so fort. Und am Ende, dass ich erinnere, dass ich bin eine Dichter und manchmal wir haben Geld und manchmal nicht und so.
Wie mir immer Dichtung ist ein Platz, wichtiger Platz zu sprechen über innere Poesie, Lieben, Meta-Lieben. Hast du noch einen Text für uns? Ja, so ein Gedicht von meinem ersten Buch in Deutschland, Bagdad Haifa Berlin. Und vielleicht ich lese diese Berlin-Gedichte, das ja hier. Das ist 12 und 13. Erstmal in Hebräisch. Berlin. תני לי לכתוב ברחמך את הרומן הראשון שלי, תני לי לגמור בתוכך את סיפור שירה ההגירה שלי. תני לי עוד קצת מהעלים הנמסים אל תוך שירת השלג השחור. ברלין, איך הבשר שלי קורם עור וגרמנית שבורה, ואיך הבשר שלך משחרר אותי מרווקותי. תני לי רק עוד קצת מהאותיות שאת מצמיחה, אחרי קרבות החורף, בין געגועים, בין מדינות, בין זהויות, בין שפות, בין משפחות, בין בתים, בין ספרים. כי מעולם לא הפסקתי להיות בהגירה אל הלב. ברלין. Lass mich in deinen Schoß meinen ersten Roman schreiben. Lass mich in dir kommen, die Gedichte meiner Poesie Migration vollenden. Gib mir noch ein paar der in den schwarzen Schnee schmelzenden Blätter. Berlin. Wie von Haut überzogen ist mein Gebein und von gebrochenem Deutsch. Wie dein Fleisch mich aus meiner Lidigkeit erlöst, gib mir noch ein paar der Buchstaben, die du lasst gedeihen. Nach Winterschlachten. Nach Wirtenschlachten zwischen Sehnsucht und Sehnsucht, zwischen Ländern, zwischen Zugehörigkeiten, zwischen Familien, zwischen Hausen, zwischen Buchen, zwischen Sprachen, denn nimmer hörte auf ich auszuwenden, Herz wird. Danke, danke. Ja. Deinen ersten Roman schreiben, das hast du getan, oder? Ja, bald in der September in Israel veröffentlicht. Gestern hast du ihn abgeschickt. Ja, das war jetzt bis dieser Roman, ich habe geschrieben nur kurze Geschichte und für mich das ist neue Erfahrung zu schreiben 17.000 Worte. Ja. Und das Thema, oder wie heißt der Roman? Der Preis. Und das ist alle. Das Thema ist Relationship, Verhältnis zwischen einem israelischen, irakischen Mann. Er gewonnen diese große Preis von Berlin zu hebräische. Zu hebräischer Literatur und seine Frau, sie ist von Stuttgart und sie wäre eine Musikerin und jetzt sie hat eine Probleme mit ihrer Pregnancy und so diese zwei Zug, wir haben dieser Relationship und das ist für mich war auch interessant mit der Sprache, dass ich hat auch gesagt, aber wirklich in der Hebräischen Literatur und auch in Deutsche, weil das ein Teil von Deutschland so, weil okay, die Sprache ist Hebräisch, aber alle Klimat und Zeitgeist ist von Berlin, ist nicht meine israelische Erfahrung so. So es ist wirklich neu. Ich habe Angst, aber ich hoffe, dass in der Review sie verstehe, was ich meine. Angst hast du, Aber der letzte,
dass man dich Was? missversteht, Angst hast du, dass man dich missversteht oder? Ja. Ich gebe dir eine Example. Zum Beispiel meine 70er Buch, meine Gedichtbuch vorher Bagdad Berlin war, heißt wieder, ich habe das in Deutsch auch. Okay, Hebräisch außerhalb seiner süßen Adern. So dieser Haaretz, der liberale Zeitung von Israel, hat geschrieben, Review über dieses Buch, das hat geschrieben hier in Hebräisch. Was du hast, ist eine, das war auch in meinem Buch, dieser Gedicht. Und er hat geschrieben, the spokesperson of the Israeli ghetto in Berlin. Und das war eine, er versteht nicht. Aber wenn das, der gleiche Mann hat gelesen dieses Buch, er hat gesagt, das ist das beste Buch von Matti Schmuelow. Aber was lustig ist, das paar, zum Beispiel 10 Gedichte von diesem Buch wäre in der letzten Buch, so, weil das ist ein Band. So, ja, jetzt manchmal sie verstehen und dann hier later sie verstehen nicht oder so. Na. Und das ist auch problematisch, wenn Leute in der nationalistischen Zeit Leute ist wirklich, sie suchen vor Grenze. So, sie sagen, okay, du bist nicht in Israel, so das ist nicht unsere Kultur jetzt. Oder Leute hier, sie sagen, oh, das ist in Hebräisch, wir übersetzen das nicht. Und so du, aber ich denke, das ist eine kleine Bombe in diesem Buch. Weil Satire, it's a Satira, ja, you know, this is in Deutsch, Ja, it's a Comic. Satire, Ja, yeah, Satire, ja. Yeah, so. Wir sprechen in ein paar Monaten und dann Ja, wirst ich bin gespannt und auch auf deine Erfahrungen, was du damit machst. Eine andere Sache, die ich dich noch fragen wollte, vielleicht zum Abschluss, in der Berliner Lettretage hast du ja Poetik Hafla gemacht. Ja. Eine Show, der für Literatur, für Musik. Im Augenblick findet das nicht statt, aus bekannten Gründen. Hast du geplant, das wieder aufzunehmen, wenn es wieder möglich ist? Ja, wir haben wir hatten eine Full Lineup für die letzte Veranstaltung, aber Corona kam und alles war gelöscht. Ja, wir haben, ich denke, ich weiß nicht, ob ich habe Zeit, aber vielleicht ja, vielleicht nein. Aber mein Freund, mein Partner, Barak Moyal, er wird machen ein Poetik-Hafla mit mir und ohne. Ja, so. Aber ja, denke ich, das ist wirklich Berlin lieben, weil Leute, sie haben viele Kunst und Künstlerinnen, sie machen seine Kunst ohne Übersetzung manchmal in so viele Sprachen und dann es gibt ein Party und für mich ist eine wie eine Rock'n'Roll-Show oder ein Zirkus. So. Wirklich, man wissen nicht bis die Veranstaltung, wie was ist der Profil, weil ich bringe ein paar von meinen Freunden zu lesen oder tanzen oder Musik spielen und mein Barack hat seine Kadra, so ja. Ja. Aber der Lettretage ist zu. Sie suchen vor ein neues Platz. Ja, Weißt habe ich auch gehört. du? Gleich für andere Thema. Ja, ich Okay. hoffe, die finden was. Ja, ich danke,
dir jedenfalls, Matti, für deine Lesung. Danke dir. Ich hoffe, du kannst auch mal nach Köln kommen und wir sehen uns wieder bei richtigen Lesungen, wo man sich begegnen und auch wieder anfassen kann. Und Es freut mich sehr zu kommen zu Kolonien, ne? Und ja, und machen Lesungen und es passt zusammen, ja. ja. Und ja, euch Und da du auch? draußen, liebes Publikum, ich danke euch Ja. auch fürs Zuschauen, für die Geduld und wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Dann ist Parasiten TV aber nicht am Dienstag, sondern am Donnerstag, wenn Gerald Fiebig seinen neuesten Gedichtband Motorhead Klopstöck Ich mag Motorhead. vorstellt. Ja, es ist auch eine geniale Mischung aus Motorhead und dem Dichter Klopstock. Der ist auf Bild. Ja, mach's gut, Martin, Dankeschön. und auf bald. Na bald. Wiedersehen. Ciao. Danke. Tschüss.